willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ganz spontan. Und zwar kam der Eugen gerade von der Arbeit und hat mir das mitgebracht und hatte gemeint, bevor du es öffnest, dreh doch mal ein Video dazu. Genau, und deswegen, so rum, deswegen dachte ich, wenn der Mann das schon sagt, machen wir das mal. Und ja, also ihr könnt sehen, das ist so quadratisch. Es ist relativ hart und es fühlt sich an, als ob da so eine dickere und eine dünnere Schicht drin ist. Aber keine Ahnung, wir machen es einfach mal auf und lassen uns überraschen. So. Nicht wundern, dass da die Tür quietscht. Die Leila hat Kinderbesuch. Eugen passt da jetzt gerade mal drauf auf. Oh! Also ich versuche euch mal, ohne dass irgendwas zerstört wird, so sieht das aus. Also, ich lege das mal hier eben ab. Das ist ja cool. Also er weiß, was ich wirklich mag. Also ich wollte mir das schon länger kaufen und habe aber immer nicht das gefunden, was ich wollte. Ich mache erstmal. Und zwar ist es die von Essence, die I Must Have Palette, die zum selber bestücken. Und das ist die große mit den 8 Fächern. Und die letzte Mal, als ich im DM war, gab es immer nur die mit den 4 Fächern. Und ich habe gesagt, ach nö, warum 4, wenn ich habe schon so ein paar Farben gesehen, die mir gefallen haben. Und da wäre ich auf 7 oder so gekommen. Und da lohnt sich eigentlich nicht die kleine. Genau, so sieht die jetzt aus. In leer. Genau, und dann wollen wir mal gucken, uns überraschen lassen, was er... Opa, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen. Lassen wir uns mal überraschen, was er sich für Farben ausgesucht hat. Okay, Eyeshadow, Lip Powder, mal gucken, Eyeshadow, Blush, Highlighter, Bronzing, Eyeshadow... Und noch ein Eyeshadow. Gut, dann fangen wir an mit den Eyeshadows. Also, das, was ich so sehe, sieht schon mal sehr gut aus. So, ich zeige euch das jetzt erstmal so. Einmal Eyeshadow. Das ist jetzt die 14 Purple Clothes. Ich mache die gleich mal auf. So sieht die aus. Wirklich süß gemacht. Also kann man dann das Deckelchen abmachen und dann schönes Lila. Sehr schöne Farbe. Als nächstes hat er wieder so ein helles. Das ist die 13 Snowflake. So. Ein schöner Ton, finde ich. Der glitzert so ein bisschen. Also ich kann mir den Ton gut vorstellen für das Inneren vom Auge und unter der Augenbraue so zum Highlighten. Mir denn gut vorstellen. Als nächstes gibt es den, das ist so ein brauner, das ist die 03 Miss Foxy Roxy. So. Auch ein sehr schöner Ton. Richtig gut. Und was ich auch ganz gut finde, ist, also man bräuchte sich diese Papiere nicht aufheben, weil hier hinten steht auch nochmal alles drauf, welche Nummer und ob es ein Lidschatten oder
irgendwas anderes aus der Serie ist. Und übrigens, hier sind 1,7 Gramm drin. Genau. Die, und jetzt haben wir noch ein Eyeshadow. So sieht die Verpackung aus. Ich finde die ja echt cool. Es hat sich Essence gut ausgedacht. Das ist die 08 Peach Party. So sieht der in der Verpackung aus. Richtig tolle Farben. Mein Mann ist super gemacht. So. Dann machen wir weiter mit Bronzer. Das ist die. So sieht der aus, der Bronzer. Das ist die Farbe 01 Hello Sunshine. So. Der geht so ins Aprikofarbene, würde ich sagen. Muss man mal geswatcht sehen. Ob man den als Bronzer wirklich nimmt oder doch lieber als Blush. Das entscheide ich dann spontan. So, dann nehmen wir erstmal dann noch das Blush. Das sieht so aus. Das ist die 02 Strawberry Smoothie. Oh, das hört sich ja köstlich an. So. Und einmal noch ohne Deckel. Ein richtig schöner Peach-Rosé-Ton mit leichtem Goldpartikeln. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Sieht bestimmt super gut aus. Und jetzt kommt ein Highlighter-Puder. So sieht der aus. Das ist die 01 Let It Glow. So. Und ohne Deckel. Auch sehr ein schöner Farbton. So, auch so einen leichten Stich ins Peach, aber nicht zu extrem. Gefällt mir auch richtig gut. Und jetzt haben wir noch das Lippenpuder, also Lip Powder. So sieht das aus. Das ist die 03 Take the Lead. Zartes Lippenpuder. Noch nie ausprobiert. So. Wieder typisch Sabrina. Schön in knacke Pink. Und so. Richtig schöne Farben. Dann würde ich jetzt sagen, schmeißen wir die hier gleich mal rein, um zu testen, wie schwer und wie leicht das geht. Ich versuche euch mal so ein bisschen hier an meinen Schminktisch ranzuholen. Wartet mal. Huch. So ist das, glaube ich, ganz gut. Könnt ihr das so ganz gut erkennen, ne? Mach das da jetzt mal rein. So, hier haben wir jetzt den Snowflake Lidschatten. Das ist ja easy, ne? Und raus. Auch easy. Wirklich cool. Richtig cool. So, und dann, wie machen wir weiter? Dann nehmen wir den helleren braunen Ton.
Den würde ich zum Beispiel, den würde ich zum Beispiel zum Verblenden nehmen. Das ist jetzt die Farbe 08 Peach Party, weil der ist nicht so krass dunkel. Der ist ganz nett, denke ich, zum Verblenden. Und daneben dem hellsten mache ich dann die 03 Miss Foxy Roxy. Das ist dieser dunklere Braunton. Und zum Schluss die 14 Purple Clouds. Also, ich muss ja mal, ich muss ja mal sagen, wenn das nicht schicke Farben sind, kann das gut zu erkennen. Es blendet, ne? Wartet mal, ich mach mal eine Lampe aus. Das ist, glaube ich, besser. Richtig tolle Farben. Ne? Oder? Findet er nicht auch? Schön. Gefällt mir, hat er gut gemacht. Ich mache mal wieder an, das ist ein bisschen schicker. So. Als nächstes machen wir das Konturpuder, das Hello Sunshine, das Bronzing Puder, genau. Dann daneben oder darunter das Blush. Also ich packe das jetzt quasi so rein, wie ich es halt auch benutzen würde. Dann den Highlighter. Und zum guten Schluss das Lippenpuder. So sieht das jetzt aus. Richtig tolle Farben. Wirklich toll. Richtig genial. Gefällt mir echt gut. Also ich mache euch mal wieder richtig. Also gefällt mir richtig gut. Hat mein Mann richtig gut ausgesucht. Muss ich ihn wirklich loben. Wirklich, wirklich. Vielen lieben Dank, mein Schatz. Ich freue mich sehr über die Palette. Und dann weiß ich schon gleich, mit was ich mich morgen früh mal schminken werde, um es zu testen. Ich bin wirklich gespannt, obwohl ich schon vieles Gutes gehört und gelesen habe, dass die Pigmentierung wohl bombastisch sein soll. Und deswegen bin ich noch gespannter denn je. Ja, riechen tun die eigentlich nach, ja, Lidschatten halt. Aber wir lassen uns morgen früh mal überraschen. So, falls das Video euch gefallen hat, Daumen hoch. Meinen Kanal verlinke ich euch hier, dann könnt ihr da draufklicken, um mich kostenlos zu abonnieren. Mein letztes Video, das verlinke ich euch hier. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, tschüss!